Sack und zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zum nächsten Part des FIFA 15 Karrieremodus. Ja, gestern ging es leider nicht hochzuladen, denn der Content bzw. der Inhalt bzw. die Dateien vom Spiel gegen City waren beschädigt und vom nächsten Spiel auch. Aber heute muss ich dann halt leider das Ganze normal aufnehmen, nochmal spielen und so weiter und so fort. Ich kann euch sagen, letztes Mal habe ich tatsächlich gegen City unentschieden rausgeholt. Ob das jetzt wieder klappen wird, ist die Frage. Die Aufstellung muss ich wieder neu einstellen, weil das ein alter Spielstand ist jetzt hier gerade natürlich. Ja, wer ist Reinholz? Habe ich den geholt? Wahrscheinlich, ne? Forster Skills, ach guck mal einer an. Sehr schön, 63 zwar, aber er ist ja auch erst 16. Von daher geht das klar. Young geht rein. Komar geht rein. Ja, Benjeda bleibt. Barca geht raus, Sippel kommt rein. Nastasic kommt rein. Den Rest lassen wir so. Das passt. Damit gehen wir in die Partie gegen City. Ich bin sehr gespannt, wie das Ganze laufen wird. Weil City momentan ja nicht so top ist bei uns. Aber trotzdem natürlich immer noch ein extrem starkes Team. Neunter sind sie. Naja, wir werden sehen. Und ich wünsche euch dabei viel Spaß. Bis gleich. Seit MGTs Amtsantritt war es nicht gut gelaufen für Manchester City, wenn es gegen Newcastle United ging. Und heute im St. James' Park sollte das aus der Sicht von MGT hoffentlich nicht anders werden. Seine Magpies mal wieder mit einer guten Chance, sich in der Tabelle zu festigen. Momentan auf Platz 4 mit 3 Punkten, ja, Vorsprung auf einen nicht-internationalen Rang. Wenn sie dann ins Pokalfinale einziehen sollten, wäre das Ganze vollkommen egal. Allerdings sollte man sich mit einem Spiel weniger doch an die Spurs wieder ranheften, wenn man in der Champions League nächste Saison wieder vertreten sein wird. Wollte. Bei City sieht das Ganze anders aus, die momentan nicht unbedingt in Bestform, in der Tabelle nur auf Platz 8, auch die wollten sich natürlich weiter nach oben spielen, mit Vincent Kompany, dem momentan super aufgelegten Kapitän, dem Belgier, in der Startelf. Für den, ja, sollte das heute eine schwere Partie gegen Benjeda, allerdings, naja, war Benjeda in der Sturmspitze so ziemlich der Einzige, der gefährlich werden konnte, abgesehen von Young, denn Cabella nicht dabei, genauso wenig wie die Young und Oxlade-Chamberlain normalerweise gegen Manchester City trafen, dafür Trabian, Madlaporte, Nastasic, Santon, Sippelgeist, Young, Morrison, Kummer, und eben Vissamenjeda, der Top-Torschütze der Barclays Premier League in der Startelf. Auf der anderen Seite eine Weltelf auf dem Rasen. Caballero, Sanja, Mangala, Kompany, Kolarov, Fernando, Touré, Milner, Nasri, Fernandinho und Cavani. Auf der Bank immer noch Spieler wie David Silva, Navas, Aguero, Subotic und natürlich normalerweise Keeper Joe Hart. Caballero spielte immer gegen Newcastle United. Warum? Das wusste wahrscheinlich nur Manuel Pellegrini selber. Allerdings bisher nicht unbedingt wenig erfolgreich. Er hatte mal einen Elfmeter gehalten. Ob das heute wieder so laufen sollte? Naja, wir werden sehen. Cavani sollte für die Tore sorgen bei Manchester City. Auf der anderen Seite sollte es Vissamenjeda, der Top-Torschütze der Premier League. Und es ging los auf der Seite von den Magpies. Und zwar mit der ersten Chance in der Partie für City. Touré spielt hier einen doppelten Doppelpass. Erst mit Nasri, dann mit Fernandinho. Steht im 16er. Der Schuss wird von Trapp gehalten, aber nicht konsequent genug geklärt von den Magpies. Der Ball kommt nochmal zu Fernandinho, der mit dem Pass auf Nasri. Touré ist vollkommen frei mit links. 1:0. 12. Spielminute. Die frühe Führung für die Citizens im, ja, St. James' Park war erstmal totenstill. Denn man hatte nicht errechnet, dass Newcastle hier so schwach starten würde. Wirklich eine gute Anfangsphase von City, aber erschreckend schwach, wie vor allem defensiv sich Newcastle präsentierte, dementsprechend der Ivora hier nicht mit großen Problemen an Joe Hart vorbeizukommen. Aber, naja, danach passierte wenig und Newcastle versuchte zu kommen. In der 30. Minute klappte das dann mal. Mitten Young im 16er macht das da gut, setzt sie vorbei und das ist ein ganz eindeutiger Elfmeter gegen Vissamenjeda, der da umgefault wird von seinem Landsmann Igaliaquim Mangala und der kriegt vollkommen zurecht in dieser Szene die rote Karte, der Franzose von hinten in die Beine des Superstürmers und das muss nicht nur die rote Karte geben, sondern muss auch einen Elfmeter geben und bei Elfmetern haben sie eine relativ gute Konvertierungsrate, bisher erst einen verschossen in dieser Saison und das sollte doch jetzt im Idealfall so weitergehen, wir sehen es nochmal in der Wiederholung, ein eindeutiges rote Kartenfoul von Mangala, da gibt es keine Diskussion drüber, Benjeda diskutiert da noch mit seinem Landsmann, allerdings muss man da nicht diskutieren, klarer Elfmeter. Benjeda mit der Chance gegen Caballero, der hatte wie gesagt mal einen gehalten gegen Newcastle United, ob das heute wieder so laufen würde, wir werden sehen. Benjeda mit der Chance auf sein 20. Saisontor und die nutzt er 1:1, 35. Spielminute, der 20. Saisontreffer von Benjeda, wieder mal ganz oben vor Seydou Doumbia und der zeigt wieder, wie wichtig er ist für seine Mannschaft, klasse Tor, klasse Elfmeter, keine Chance den zu halten für Caballero, auch wenn man mittlerweile wissen könnte, dass Newcastle immer auf diese Position zielt, die Torhüter raffen es einfach nicht. Weiter ging es dann vor der Halbzeit knapp nochmal mit einer Chance von Benjeda aus der Distanz, der Schuss allerdings nicht besonders gefährlich, genauso wie die gesamte erste Halbzeit, es passierte wenig und dementsprechend ging es mit dem 1:1 in die Halbzeit, die beiden Torschüsse
Torschützen nicht unbedingt zufrieden mit dem Ergebnis. Weder Wissam Manjeda, den wir hier sehen, noch auf der anderen Seite Yaya Touré. Allerdings gab es ja noch eine zweite Halbzeit und die gehen wir jetzt rein. Erste Szene ging aufs Konto von Newcastle. Johannes Geis hat die Chance, setzt sich wunderbar durch. Der Schuss allerdings kein Problem für Caballero. Viel zu zentral auf den Mann. Trotzdem, naja, die Einleitung einer Sturmphase von Newcastle, denn dann, die dann dieser Konter von Manchester City reinfuhr. Cavani mit dem schönen Ball auf Fernando. Für den fühlt sich keiner zuständig und er nutzt diesen Freiraum, ist im 16er, schießt und macht das 2:1. Trapp chancenlos, der St. James' Park wieder ganz, ganz leise, denn, naja, City mit dem 2:1, das war relativ überraschend zu diesem Zeitpunkt, denn, man muss ganz ehrlich sagen, Newcastle mit den deutlich besseren Chancen, deutlich offensiver ausgerichtet, aber dann ist halt Fernando einmal frei durch und lässt sich diese Chance nicht nehmen. Wunderbar gemacht vom Sechser, der letzte Saison vom FC Porto gekommen war. Und jetzt musste Newcastle wiederkommen. Ben Yedda mit der Chance, mit dem Ball auf Niang. Niang frei vor Caballero, allerdings ein bisschen zu fahrlässig, weil gibt er hier diese Chance gegen den Argentinier, die Ecke von Geis. In die Mitte, abgewehrt. Im Hintergrund steht aber Sippel. Aus dem Hintergrund müsste Sippel schießen. Sippel schießt, aber gehalten von Willy Caballero, dem Argentinier, der heute ein gutes Spiel machte. Zwar den Elfmeter nicht halten konnte, aber ansonsten der Fels in der Brandung war, der auch in dieser Situation wieder eine Rolle spielen sollte. Niang geht in den 16er, macht das gut. Caballero verunsichert ihn da vollkommen perfekt. Perfektes Torhüterspiel vom Argentinier und dementsprechend die Chancenvergabe von Niang. Das war die letzte Szene der Partie. Danach, naja, hielt sich City meistens an der Eckfahne auf und dementsprechend im Endeffekt ein glücklicher Sieg aufgrund der nicht vorhandenen Effizienz von Newcastle. Allerdings auch verdient, denn City war über die gesamte Spiellänge gesehen einfach effektiver und dementsprechend auch besser. Newcastle kann sich nicht oben wirklich absetzen, ist aber nicht so schlimm. Immer noch auf Platz 4. Trotzdem muss das in den nächsten Spielen besser werden, vor allem im Pokal gegen Everton. Das war alles andere als nötig, meinte ich. Ja, das hätten wir gewinnen können. Unentschieden hätte drin sein müssen, aber naja. Was willst du machen? FA Cup Halbfinale ist als nächstes. Wir loben mal unser Newcastle, auch wenn das gerade nicht unbedingt am besten war. Aber was willst du machen? So läuft das halt teilweise. Nastasic Form geht runter, das kann man auch vollkommen nachvollziehen, weil der war nicht so toll. Aber mal sehen, wer jetzt fit ist. Danach geht's gegen Bayern in der Champions League. Scheiße, Mann. Das wird auch ein richtig schwerer Brocken. Klein Vertrag läuft, also natürlich interessant an sich. Vielleicht könnte ich mal einen Flop-Transfer Götz dann loswerden. Sadio Mané, ach, sind wir schon auf Scouten, okay, alles klar. Dann gehen wir mal weiter. Machen wir mal die Aufstellung. Ja, Ben Yedda wird wohl spielen, obwohl De Jong stelle ich mal vorne rein. Niang geht raus, dafür kommt Oxlade rein, Ben Arfa geht in die Mitte, Cabella geht auf links, andersrum, Ben Arfa geht auf links, Cabella in die Mitte. Geis geht raus, Barca kommt rein, Anita kommt für Sippel rein, Laporte bleibt drin, Rüdiger kommt für Nastasic rein und für Santon kommt Haidara rein und kriegt mal wieder eine Chance. Ist zwar Pokal-Halbfinale, aber ist mir egal, der braucht trotzdem seine Chance. Und dann würde ich sagen, gehen wir in die Partie, schauen wir, was wir reißen können und ich wünsche euch viel Spaß. Bis gleich. Für Newcastle das zweite Mal in zwei Jahren die Chance, ins FA Cup Finale einzuziehen. Diesmal ging es gegen Everton im Halbfinale im Wembley Stadium und das war gut gefüllt, sowohl mit Everton-Fans, auf die wir hier gerade schauen können, als auch auf der anderen Seite mit Fans von Newcastle United. Die Magpies hatten sich ihren Weg gegen die Spurs zuletzt geebnet, Everton hatte gegen Aston Villa mit 3:1 gewonnen und im Finale sollte ja entweder Liverpool oder Burnley warten. Das Ganze noch nicht komplett entschieden, allerdings, naja, Liverpool natürlich eindeutig favorisiert. Jagielka, der Kapitän auf der einen Seite, auf der anderen Seite natürlich Kevin Trapp im Tor und es sollte eine sehr unterhaltsame Partie werden für beide Fanlager. Nicht nur für eins, es sollte keine ja, zu eindeutige Partie werden. Es sollte wirklich sehr, sehr spannend werden. Wir gucken uns die Startaufstellung an von Newcastle United. Trapp, Jan-Mart, Laporte, Rüdiger, Haidara auf links erstmals wieder, nachdem Santon sich festgespielt hatte. Barca und Anita auf der Doppel-6, Ben Arfa, Cabella und Oxlade-Chamberlain hinter 7. De Jong heute in der Sturmspitze. Aus ja, Fitnessgründen war Wissam Manjeda nicht mit von der Partie und saß nur auf der Bank. Das Sonnenlicht, das schien in den, ja, ins Wembley Stadium und das war wirklich ja, ein sehr schöner Ort an diesem Tag. Howard, Coleman, Horto, Jagielka und Baines in der Verteidigung bei Everton, davor Gibson und Dorrance, vorne Barclay, Nathmis, Pienaar und in der Sturmspitze der Belgier Romelu Lukaku. Der sollte für Gefahr sorgen, genau wie auf der anderen Seite Wissam Ben Yedda. Howard immer noch im Rosenkrieg mit dem Verein, man wusste immer noch nicht, wird er überhaupt aufhören, wird er den Vertrag verlängern, wird er wechseln. Es war alles noch ein bisschen in die Sterne geschrieben, aber heute wollte er erstmal mit seinem Club ins FA Cup Finale einziehen, genauso wie Kevin Trapp auf der anderen Seite bei ihm. Hier bei Baines, der hat im Interview gesagt,
gesagt, er wolle unbedingt mal im Finale stehen, gab es keine Wechselgerüchte, aber ist auch nicht so wichtig. Wir gehen in die erste Partie, über die Seite, in die erste Szene, über die Seite von Baines. Der ist aber nicht wirklich da. Oxlade-Chamberlain mit dem Ball in die Mitte und der wird da gefoult. Und das gibt Elfmeter in der vierten Spielminute. Horto, der war auch mal im Gespräch bei Newcastle, foult da seinen Landsmann, wie in der letzten Partie Mangala bereits in der Anfangsphase mit Jeddah gefoult hatte. Macht es hier Horto gegen Oxlade-Chamberlain, natürlich nicht seinen Landsmann gefoult. Diesmal ist es ein Engländer, der da umgetackelt wurde. Allerdings trotzdem die Chance, früh in der Partie durch einen Elfmeter erfolgreich zu sein. Sieben de Jong gegen Howard, der direkt im Fokus und man weiß ja, wo die Spieler von Newcastle hinschießen. Die Frage, wird de Jong das auch machen? De Jong mit der großen Chance, den Weg zu ebnen ins Finale. Sechste Spielminute, der Führungstreffer für Newcastle. Er schießt genau dahin, wo sie immerhin schießen. Howard bewegt sich keinen Zentimeter. Ob das jetzt Arbeitsverweigerung war oder einfach wirklich der Gedanke, dass man in die Mitte schießen sollte, das weiß man nicht so wirklich, aber der Niederländer mit seinem zweiten Tor im FA Cup und dementsprechend der Führung für Newcastle. Everton wollte aber gleich zurückkommen, reagierte stark. Dorans mit dem Schuss, da ist Trapp ein bisschen orientierungslos und Lukaku ist da, 1:1, neunte Spielminute, die direkte Antwort der Toffees und das 1:1. Natürlich bitter für Kevin Trapp, der da erst gut reagiert und dann überhaupt komplett die Orientierung verliert. Keine Ahnung mehr hat, was er machen soll, wie er es machen soll. Die Fans von Everton natürlich aus dem Häuschen, Lukaku mit seinem ebenfalls zweiten Tor in diesem Pokalwettbewerb und man muss ganz ehrlich sagen, das war verdient, denn direkt nach dem Anpfiff hatte Lukaku schon die erste große Chance und es ging weiter mit Offensivaktionen. Auf der anderen Seite De Jong mit dem Kopfball gegen den Pfosten. Es war wirklich ein unterhaltsames Spiel in den ersten paar Minuten in der Anfangsviertelstunde. Nicht konsequent geklärt dann von Dorans. Ben Arfa ist dazwischen, spielt den Ball auf De Jong, der lobt in die Mitte zu Cabella. Cabella frei vor Howard und er fällt und das gibt den nächsten Elfmeter in der Partie. Elfmeter Nummer 2, 13. Spielminute. Erneut Elfmeterentscheidung von Michael Oliver. Das ist bitter für Everton, aber das ist wieder gerechtfertigt. Diesen Elfmeter muss man nicht geben, man kann ihn aber durchaus geben. Da steht Jagielka gegen Cabella und da trifft er ihn am Fuß. Er kann dementsprechend nicht richtig abschließen und es gibt die erneute Chance gegen Howard für 7 de Jong. Er hatte den ersten Elfmeter dahin geschossen, wo sie ihn immerhin schießen. Schießt er den zweiten auch dahin? Das ist die große Frage. Wenn nicht, könnte es trotzdem die Führung sein für Newcastle, die 2:1 Führung und er schießt genau da wieder hin. Howard in die falsche Ecke geschickt und das 2:1 für Newcastle in der 15. Spielminute die erneute Führung. Es ging direkt weiter, allerdings auf der anderen Seite. Wir können uns keine Wiederholung erlauben. Ross Barkley mit dem Schuss und Trapp ist da, hält diesen Ball gut. Es war ein sehr abwechslungsreiches Partie, ein absoluter Schlagabtausch. Oxlade-Chamberlain nach einer Ecke, die aus diesem Schuss resultierte, mit seiner ganzen Geschwindigkeit. Horto, niemand kommt hinterher. Er setzt sein Pace ein im 16er gegen Howard und Howard bleibt einfach lange stehen und hält diesen Ball dann wunderbar in der 23. Minute. Dann dauerte es ein bisschen, aber wieder kam Newcastle nach vorne. Ben Arfa geht in den 16er und sieht im Rückraum, ja, da läuft Oxlade-Chamberlain an. Ja, Baines ist dann auch dazwischen, wehrt zur Ecke ab, aber trotzdem sah man, das war richtig unterhaltsam, das war schneller Fußball, das war wunderbarer Fußball. Die Ecke in die Mitte, da ist Rüdiger mit dem Kopfball und Howard mit einer guten Parade verhindert hier das 3:1. Es ging aber trotzdem direkt weiter mit Offensivaktion und zwar diesmal auf der anderen Seite. Kurz vor der Halbzeit nochmal der Ball auf Gibson und der steckt durch auf Lukaku. Lukaku im Laufduell mit Kevin Trapp und der Deutsche, der grätscht den Ball davon. Wunderbares Tackling des Keepers. Es war in dieser Partie einfach alles dabei. Genau wie kurz vor der Halbzeit nochmal diese Szene. Lukaku mit dem Ball auf Steven Pienaar und gegen den Pfosten wieder geschossen. Alter Schwede, was war das für eine Partie? Chancen über Chancen auf beiden Seiten. Die Fans bekamen hier so viel geboten, die konnten sich auf jeden Fall nicht beschweren. Die hatten gutes Geld bezahlt, um das hier sehen zu dürfen. Allerdings bekamen sie auch was für ihr Geld geboten. 2:1 zur Halbzeit für Newcastle. 2 Tore von De Jong, 1 von Lukaku. Und es sollte in der zweiten Halbzeit interessant weitergehen. Direkt nach dem Anpfiff, da ist Cabella. Der geht wunderbar durch die Verteidigung durch, setzt sich durch gegen Horto. Ihm verlässt dann so ein bisschen der Mut, aber er rettet den Ball vor dem Aus. Spielt in den Rückraum und da ist Alex Oxlade-Chamberlain. Aber wieder ist Howard da und kann verhindern, dass der Ball ins Tor geht. Trotzdem auf der anderen Seite gab es natürlich auch wieder Chancen. Die versuchten zurückzukommen, die Männer von Everton. Der Ball auf Ross Barkley, der wieder mit dem Schussversuch, aber am Tor von Trapp vorbei. Und dann kam wieder Newcastle. Oxlade-Chamberlain mit dem Ball nach vorne in die Spitze. De Jong macht das da wunderbar. De Jong geht in den 16er, macht da sein drittes Tor. Nein, er liegt quer auf Cabella. 3:1, 66. Spielminute. Die 2-Tore-Führung erstmals in der Partie für Newcastle. Und eventuell die Vorentscheidung. Howard kann da nichts machen. Klasse Einsatz hier von De Jong. Nimmt sein ganzes Tempo, den ganzen Schwung mit und der klasse Querpass zu Cabella, der nur noch einzuschieben braucht. Trotzdem versuchte Everton sich nicht aufzugeben. Die kamen direkt zurück. Gibson mit dem Schuss. Aber klasse Parade von Trapp. Und naja, jetzt machten sie natürlich auf hinten. Und es gab Räume für Newcastle. Und die wollten die ausnutzen. Cabella macht das da gut. Zieht die Verteidiger auf sich. Der klasse Ball nach außen auf Ben Arfa. Ben Arfa im 16er frei vom Tor. 4:1. 74. Minute.
die Entscheidung in dieser Partie? Fragezeichen. Ich denke schon. Die Fans von Newcastle, vollkommen aus dem Häuschen, man würde das zweite Mal hintereinander ins FA-Cup-Finale einziehen. Klasse Querpass von Cabella. Der macht seine Vorlage komplett und Ben Arfa schließt wunderbar ab. Und es gab natürlich immer weitere Räume für Newcastle, da sich Everton nicht aufgab. Die spielten weiter nach vorne und sie wollten diese Räume diesmal nutzen. Nicht wie gegen City, wo man die Chancen nicht nutzte. Es gibt den dritten Elfmeter der Partie und wieder für Newcastle. Und wieder muss man den nicht pfeifen. Gibson diesmal mit dem Foul. Vorhin noch offensiv gut gespielt und jetzt defensiv mit diesem Fauxpas gegen De Jong. Man muss dazu ganz ehrlich sagen, man muss diesen Elfmeter nicht pfeifen. Jagielka hat ihn da gerade getröstet, denn es war ja schon Ball gespielt. Er trifft De Jong natürlich auch, aber der fliegt auch ein bisschen theatralisch. Trotzdem gibt es den Elfmeter, kann man nichts gegen machen. Und die Chance für Simon De Jong, seinen Hattrick nur durch Elfmeter in dieser Partie zu machen. Er hat zwei reingemacht, zwei an die gleiche Position. Wo wird Howard diesmal hinspringen? Wie wird Howard diesmal versuchen, diesen Elfmeter zu halten? De Jong mit seinem Hattrick! 84. Minute, der Ball wieder in die gleiche Position geschossen und wieder kommt Howard nicht rechtzeitig dahin. Einfach eine sehr sichere Variante von Newcastle. Das dritte Tor, das vierte im laufenden Wettbewerb von Simon De Jong und das war richtig bitter für Everton, die hier gut gespielt hatten. Das Ergebnis viel zu hoch, aber sie versucht nochmal zurückzukommen. Sie versucht nochmal zu zeigen, warum sie im Halbfinale standen. Kopfball von Barclay, Kosmetik, Ergebnis Kosmetik in der 90. Minute. Trotzdem schöner Spielzug, die entlohnt nochmal ihre Fans für die lange Reise und für dieses tolle Spiel. Die konnten sich aber nicht beschweren, denn auch wenn Newcastle hier gewann, gab es ein durchaus ausgeglichenes Spiel mit einem viel zu hohen Ergebnis, aber einem verdienten Pokaleinzug, Finaleinzug für die Magpies. Wunderbares Spiel auf beiden Seiten, Offensivfußball vom Feinsten und die Fans der Magpies, die Toons, die können noch lange feiern. Bitter für Howard, bitter für Baines, Pokaleinzug für Newcastle. Was für ein Spiel, ein Traum für jeden Fan, der im Stadion anwesend war, und wir stehen wieder im FA Cup Finale. Und diesmal gegen Liverpool, die sich gegen Chelsea durchgesetzt haben, also quasi wieder gegen Chelsea. Naja, nicht wirklich, aber ihr versteht, was ich meine. Das wird lustig, glaube ich. Also das ist auf jeden Fall wieder ein Titel, den wir gewinnen können. Das wäre eventuell der einzige, aber ist ja schon mal nicht schlecht. Bin sehr gespannt, wie es in der nächsten Episode weitergehen wird. Wir kriegen 900.000, okay, gegen Bayern dann in der Champions League. Wir motivieren unsere Jungs schon mal, weil das wird alles andere als einfach. Aber wir kriegen das bestimmt hin. Ben Yedder ist da noch Torschützenkönig. Beziehungsweise, das ist Torschützenkönig. Vorne mit dabei. Und Niang ist auf 80 gestiegen. Guck mal einer an. Ne, De Jong ist das vorne drin, ne? Nicht Niang. Ne, Niang ist noch auf 77. Verdammt, ich Idiot. Egal, Guy ist 78. Aber bei dem steigen immer noch das ist tragisch. Aber egal, wir haben ja unsere Sommerneuzugänge bald. Die ja, denke ich mal, relativ nice werden sein werden. Ja, das passt schon alles. Gut, dann würde ich sagen, das war's von dieser Episode. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben, da würde ich mich sehr darüber freuen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, wunderschönen Tag noch. Haut rein und ciao.